Wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserer heutigen Bildungswerk-Live-Sendung mit Dick Bölling, der heute praktisch mit euch das umsetzt, was er letzte Woche theoretisch vorgestellt hat. Und zwar will er heute ein Zirkeltraining mit 8 Stationen mit euch durchführen. Ich habe es auch schon in den Chat reingeschrieben. Ihr benötigt dazu am besten eine Matte oder eine Unterlage, einen stabilen Stuhl und 2 kleine Gewichte, zum Beispiel 2 gefüllte Wasserflaschen. Mein Name ist Petra Schablikowski, ich führe heute die Regie und bediene den Chat. Und nun genug der Vorworte, es wird praktisch und Nick, jetzt bist du dran. Jawohl, vielen Dank. Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Nachdem wir ja letzte Woche das Ganze ein bisschen theoretisch beleuchtet haben, geht es dann heute tatsächlich in die Praxis. Wie die Petra schon gesagt hat, eine Matte als Unterlage wäre ganz gut, einen stabilen Stuhl und kleinere Gewichte in Form von kleinen Handeln, Wärme- oder Wasserflaschen, irgendwas in die Richtung. Ich werde jetzt die einzelnen Übungen vorstellen, bevor es losgeht. Das heißt, ich werde die alle einmal vormachen, auch in ihren Varianten, in ihren Variationen. Und ja, dann machen wir das praktisch einmal alle zusammen live. Das heißt, Warm-up und dann die 8 Stationen in einem durch. Die Belastung bzw. der Intervall wird so sein, dass wir 60 Sekunden die einzelnen Übungen machen und dann 30 Sekunden Pause dazwischen ist, bevor es dann zur nächsten geht. Also 8 Übungen zu einer Minute mit je 30 Sekunden Pause dazwischen. Wir machen jetzt hier heute eine Runde des Ganzen. Es geht ja auch ein bisschen um das Kennenlernen und das Anteasern. Also die Übungen variieren jetzt in dem Fall auch nicht. Wir brauchen jetzt hier nicht gemeinsam 4 Runden nach Gang zu machen. Aber das werde ich auch am Ende nochmal dazu sagen. Wer natürlich je nach Intensität oder Trainingsvolumen ein bisschen mehr braucht oder möchte, dem steht es natürlich vollkommen frei, aus der einen Runde auch gerne 2, 3 oder 4 zu machen. Also, fangen wir an mit dem Vorstellen der einzelnen Übungen. Also wie gesagt, kleinere Gewichte, bei mir sind das jetzt 0,7er Wasserflaschen, ein Stuhl und die Matte. Die erste Übung sind erhöhte Ausfallschritte, also wir fangen mit der Beinmuskulatur, mit der Gesäßmuskulatur, mit dem Unterkörper im Prinzip an. In der schwierigsten Variante oder in der anstrengendsten Variante ist ein Bein erhöht, das steht entsprechend auch im Stuhl. Das heißt, ihr schaut, dass ihr die Zehen, die Fußspitze vorne absetzt, die Gewichte haltet ihr einfach rechts und links nach unten und geht dann während der Minute mit dem hinteren Bein, also mit dem Knie in Richtung Boden und wieder hoch. Bei der Übung geht es natürlich sehr stark um Kontrolle, also allein durch das erhöhte Bein wird es ein bisschen koordinativ anspruchsvoller, ein bisschen stabiler sollte man stehen und natürlich die Bewegung nach unten, also der limitierende Faktor bei einem normalen Ausfallschritt ist halt oft, dass der Boden irgendwann kommt. Hier kommt man nochmal ein gutes Stück weiter runter. Ob ihr jetzt wirklich bis zum Boden, bis zur Matte geht oder nicht, hängt natürlich zum einen von eurer Beweglichkeit ab und zum anderen von eurer Stuhlhöhe. Also wenn euer Stuhl jetzt noch 10 cm höher ist als meiner oder deutlich niedriger, muss man das natürlich ein bisschen anpassen. Als bisschen leichtere Variante geht das Ganze natürlich auch ohne Stuhl, also dass ich in einem klassischen Ausfallschritt stehe und auch hier dann einfach nach unten und wieder hochgehe. Also wichtig, relativ großer Ausfallschritt, damit wir möglichst wenig Knievorschub haben. Ja? Also dass wir wirklich hier möglichst nicht nach vorne gehen, sondern nach hinten unten. Je kleiner der Schritt ist, desto mehr neigt man dazu, dass man alles so nach vorne geht. Deswegen relativ großer Ausfallschritt und dann gerade nach unten gehen. Ja, und als dritte Variante ist es natürlich noch ein bisschen leichter, wenn man das ohne das Gewicht macht. Also wenn ich dann praktisch den Ausfallschritt nur mit dem eigenen Körpergewicht machen, vielleicht mit den Händen dann in den Hüften und dann aus der Position tief und wieder hochgehen. Also das die erste Übung, mit der wir dann gleich beginnen. Die zweite Übung brauchen wir den Stuhl wieder für.
im Sitzen mit den Gewichten eine sogenannte Butterfly Reverse Bewegung, also mit, ich zeige nur so leicht von der Seite, da sieht man es ganz am besten, mit leicht vorgebeugtem Oberkörper, neutrale Wirbelsäule, Arme gehen vor und dann breit öffnen. Also eine sogenannte fliegende Bewegung. Ja, die Arme öffnen breit nach hinten, keine Ruderbewegung, sondern eine öffnende Bewegung nach hinten. Auch hier ein bisschen leichter ist das Ganze natürlich, wenn ich das ohne das Gewicht mache, also dass ich nur aus der Position raus die Arme nach hinten öffne. Kleine Variation, wenn man tatsächlich mehrere Runden macht, also wir werden jetzt gleich diese Variante machen mit dem angewinkelten Arm und der fliegenden Bewegung. Im Prinzip kann man auch die Ruderbewegung sonst alternativ dazu nehmen, dass man also wirklich von vorne dann relativ eng an der Brust vorbei nach hinten rudert. Also wer 2, 3 oder vielleicht sogar 4 Runden macht, der kann natürlich hingehen und sagen, okay, ich mache eine Runde Butterfly Reverse, diese fliegende Bewegung, Schulterblätter hinten zusammen und dann in der nächsten Runde die klassische Ruderbewegung. In jedem Fall eine Übung für den oberen Rücken, die hintere Schulter, also dementsprechend etwas, ja, vor allem für die Haltung und die Wirbelsäule. Die nächste Übung ist dann ohne Stuhl auf der Matte. Im Prinzip eine Liegestütz- oder Liegestütz-Variante. Das heißt, wir gehen hin und sind im klassischen Liegestützbereich mit den Handflächen ungefähr schulterbreit auf den Zehenspitzen und dann geht es nach unten und hoch. Hier ein bisschen darauf achten, dass auch hier wieder Wirbelsäule gerade bleibt, also dass wir schön gerade bleiben. Und als Variante geht natürlich die bisschen leichtere auf den Knien. Das heißt, ich bleibe auf den Knien, verkleinere ein bisschen den Hebel und gehe dann entsprechend auch hier nach unten und wieder hoch. Wer jetzt ein bisschen funktionaler arbeiten möchte, trainieren möchte, der habe ich noch eine schöne Variante in Liegestützposition, wird dann gewechselt mit dem Unterarmstütz. Ich mache es kurz vor, also ihr geht praktisch in einen Liegestütz, in die Unterarmstützposition, kurz halten, zurück in die Liegestützposition, Liegestütz und wieder hoch. Also im Prinzip ein Wechselspiel aus Liegestütz-Variante, Unterarmstütz, kurz halten, also noch ein bisschen mehr Rumpfarbeit und dann zurück in die Liegestütz. Die vierte Übung, ein bisschen was fürs Herz-Kreislauf-System, also für die Ausdauer. In dem Fall ein bisschen leichtere Variante, ganz klassisch Hampelmänner, Jumping Jacks, also ein bisschen schauen, dass ihr nach oben hin keine Lampe habt, die ihr abreißt, dass ihr rechts und links keine Ware über den Haufen räumt, also Schulter bei der Stange und dann einen klassischen Hampelmann. Ein bisschen schwieriger wird das Ganze, wenn man Squat-Jumps zum Beispiel macht. Das heißt, aus der Position raus Kniebeuge mit Strecksprung. Noch ein bisschen schwieriger, der sogenannte Frog-Jump. Also aus der Hocke unten, dann nach ganz oben, also mit vergrößern im Prinzip noch mehr den Weg. Wir gehen von ganz unten nach ganz oben. Oder natürlich alles, was einem sonst einfällt als Ausdauervariante. Also man kann genauso gut auf der Stelle laufen. Man kann imaginär Seil springen oder auch wirklich Seil springen, wenn man ein Seil zu Hause hat. Also die vierte Übung ist etwas für die Ausdauer und wie gesagt, in unserem Fall heute Hampelmänner oder Squat-Jumps, der ist ein bisschen intensiver bestimmt. So, die fünfte Übung, noch ein bisschen was für die Schulter- und die Nackenmuskulatur, kann man sowohl im Sitzen als auch im Stehen machen. Ich bevorzuge in dem Fall die Variante im Sitzen, weil man dann
sich noch ein bisschen besser um die Zielmuskulatur kümmern kann oder konzentrieren kann, als wenn man im Stehen noch ein bisschen mehr um Stabilität, Haltung und Co. aufmerksam sein muss. Deswegen Hechtpuls mit den Gewichten gerne, auch hier wieder als Variante ein bisschen leichter, dann ohne Gewicht. Im Prinzip auf Schulterhöhe ziehen wir dann das Gewicht, die Flaschen an der Stirn, an den Ohren vorbei, nach hinten. Ja, also sogenannte Face-Pulls, der Name Programm, Pull, Zug, Face, Gesicht, also wir ziehen ja am Gesicht bzw. am Gesicht vorbei. Wichtig ist, dass die Endposition der Arme relativ weit oben ist. Ja, also wir wollen hier keine klassische Ruderbewegung, wir wollen nicht was für den oberen Rücken machen, sondern es geht wirklich Richtung Schulter, Nackenmuskulatur, deswegen ein bisschen weiter nach oben das Ganze und ruhig auf Höhe der Stirn und an den Ohren vorbei kann man wunderbar mitarbeiten. Also das auch als Variante mit Gewichten oder eben ein bisschen leichter ohne Gewicht. Auch eine schöne Sache, wenn man sowas mit einem Terraband zum Beispiel macht, wer eins zu Hause hätte, jetzt für heute nicht, aber grundsätzlich eine schöne Terraband-Übung, also Terraband um die Türklinke, Fenstergriff, irgendwas, was hält, Gitter von Treppen oder sowas und dann auch hier, wie gesagt, eine schöne Zugbewegung relativ eng an der Stirn vorbei. Ja, dann eine Übung, ein bisschen was für die Beine und die Ausdauer, eine schöne Kombi-Übung. Dazu braucht ihr kein Hilfsmittel in dem Fall. Die Hände gehen an den Kopf und dann folgt eine Kniebeuge und dann in der Aufwärtsbewegung eine Cross-Bewegung, also Ellbogen diagonal zum Knie. Das heißt, schön ein bisschen was für die Wirbelsäule, bisschen was für die Beine, bisschen was für das Herz-Kreislauf-System, also eine schöne Ganzkörperübung kann man eigentlich sagen. So, dann gehen wir für die siebte und vorletzte Übung noch runter auf die Matte. In den Vierfüßlerstand. Und dann einen Arm, rechten Arm und das linke Bein anheben, in der Mitte zusammenführen. Und wieder hoch. Also, aus der Position raus, in der Mitte ruhig schon ein bisschen einrollen und dann wieder hoch. In unserem Fall, in der einen Runde heute, wechseln wir dann nach 30 Sekunden. Das heißt, nicht mit jeder Wiederholung. Ist ein bisschen umständlich. Also erst 30 Sekunden, rechter Arm, linkes Bein. Dann sage ich Bescheid, wenn die 30 Sekunden rum sind oder wird entsprechend die Seite gewechselt. Also linker Arm und das rechte Bein. Wenn ich davon natürlich zwei Runden mache, drei Runden, vier Runden mache, kann ich entsprechend abwechseln. Sage ich Runde 1, rechter Arm, linkes Bein oder 2, genau umgekehrt. Und dann bei drei Runden auch hier nach 30 Sekunden wechseln oder dann noch eine vierte dazu kommt, im Prinzip A nach B, A, B. So, letzte Übung für die Bauchmuskulatur, also wieder auf der Matte in Rückenlage. Hier sind natürlich der Fantasie kaum Grenzen gesetzt. Bauchübungen gibt es wie Sand am Meer, alle mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen. Wir machen jetzt heute mal eine ganz klassische, das heißt in verschiedenen Varianten. Also Beine aufgestellt, Hände zum Kopf, klassische Crunch-Bewegung nach oben und tief. Ja, wichtig ist, die Ellbogen bleiben außen. Ich empfehle auch immer, dass die Handflächen nicht hinter am Kopf sind, damit ihr nicht am Kopf zieht, sondern eher daneben und dann hoch und tief. Ein bisschen schwieriger oder anspruchsvoller, wenn die Beine überkreuzt sind, vielleicht auch angewinkelt, aber auf jeden Fall in der Luft. Also hoch und tief. Man kann natürlich genauso gut hingehen und sagen, wer mit Crunch-Bewegungen durch die Shared-Kräfte im unteren Rücken ein bisschen Schwierigkeiten hat, der kann natürlich auch hingehen und sagen, ich mache ein Unterarmstütz eine Minute lang oder ich mache 30 Sekunden Seitstütz auf der rechten Seite, 30 Sekunden Seitstütz dann auf der linken Seite. Also die achte Übung in dem Fall ist eine Bauchübung. Heute als klassische Crunch-Bewegung gerne mit angehobenen, angewinkelten Beinen, ansonsten eben auf dem Boden, auf der Matte. Ansonsten, wie gesagt, Bauchübung gibt es
kaum Grenzen gesetzt. Man kann, ich zeige mal noch zwei, drei. Man kann auch hingehen und sagen, ich strecke einen Bein vor, einen Arm nach hinten und dann oben in der Mitte diagonal zusammenführen. Dann habe ich ein bisschen mehr noch seitliche Bauchmuskulatur dabei. Auch hier kann man dann nach 30 Sekunden wechseln oder eben in der zweiten, dritten, vierten Runde hingehen und die Seite wechseln. Man kann natürlich auch Becken heben, also die Arme bleiben liegen, die Beine gehen nach oben zur Decke und dann gerne auch hier über Kreuz, Becken und Po anheben. Also, wie gesagt, Bauchübungen gibt es, die sagen am Meer. Da kann man im Zweifelsfall uns gerne nochmal nachfragen, wenn da ein bisschen Input braucht. Ansonsten, ja, waren das unsere 8 Übungen. Ich hoffe, alle soweit verständlich und auch für jeden was dabei von der entsprechenden, ja, Intensität oder von der Schwierigkeitsstufe. Ganz kurz nochmal zum Thema Zirkeltraining. Heute jetzt, wie gesagt, 8 Übungen zu einer Minute mit 30 Sekunden Pause. Man kann das natürlich auch hier anpassen, wie man möchte. Man kann auch sagen, ich mache 30 Sekunden Übung, dafür eine 15 Sekunden Pause. Man kann auch sagen, ich mache eine Minute 30 die Übung, vielleicht dafür ohne Gewichte, aber das ein bisschen mehr in Richtung Kraftausdauer. Mache dafür aber auch 45 Sekunden oder gar 60 Sekunden Pause dazwischen. Also da, ja, das ist ja das Schöne am Zirkeltraining, was ich letzte Woche da hoffentlich ausführlich so weit beschrieben habe. Ja, man kann das im Prinzip für jede Altersklasse, jedes Trainingsschema, jede Zielgruppe, ja, jeder Trainingsintensität anpassen. Also deswegen einfach ein Tool, was ich sehr, sehr gerne einsetze mit Menschen, mit Leuten, mit Trainierenden und ja, heute dann eben mit euch. Okay, also wir fangen an. Wir brauchen zum Aufwärmen den Stuhl und die Gewichte. Ich arbeite beim Training mit einer Tabata-App, also da kann ich dann alles genau einstellen. In der heutigen Zeit sogar am Handgelenk, also meine Uhr kann das Ganze. So, also erste Aufwärmübung, wir machen zwei an der Zahl, jeweils zu 90 Sekunden. Erste Aufwärmübung ist praktisch, wir tappen den Stuhl an und gehen dann diagonal mit dem anderen Arm nach oben. Heißt in dem Fall, wenn der das rechte Bein hochgeht, antappt, gehe ich mit dem linken Arm so supermanmäßig schnell nach oben. Ja, also ich mache mal eine Geschwindigkeit vor, dann sollte das Ganze so einfach auffällen. Also ruhig leichte Oberkörperrotation, dass wir auch die Wirbelsäule ein bisschen aufwärmen. Der Stuhl muss wirklich nur angetappt werden und mit den Armen dann so, ja, schräg nach oben wird entsprechend gepusht. Okay, das machen wir jetzt 90 Sekunden lang. Ich stoppe, wie gesagt, die Zeit, stelle es kurz ein. So, und los geht's in 10 Sekunden. In 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Also antappen und dann mit dem Arm, mit den Gewichten diagonal nach oben. Gerne mit so einer leichten Oberkörperposition, dass wir auch im Rumpf, in der Wirbelsäule ein bisschen für Bewegung schon mal sorgen. Im Rhythmus bleiben, das war der Halbzeitgong, gerne weitermachen, ich weiß noch auf zwei, drei Jahre hin. Grundsätzlich kann man das natürlich auch ohne Stuhl machen, man kann also auch hingehen und einfach in der Luft ein bisschen angeben. Man kann auch auf den Stuhl draufsteigen, das heißt, dass man hingeht und sagt, rechts, links, ja, also auch das ist eine Variante. Noch 20 Sekunden für euch und grundsätzlich gilt immer, Bauch fest, Rücken gerade, also ein bisschen Rumpf angespannt und ja, wie bei jeder Übung, Kontrolle über die Übung, also nicht die Übung, Kontrolle über dich, also stabiler Stand,
koordinativ und kognitiv. Und okay, anderthalb Minuten sind geschafft. Erste Aufwärmübung ist vorbei. Eine zweite noch. Wieder mit den Gewichten, wieder mit dem Stuhl. Auch hier wieder 90 Sekunden. Wir machen ein Box-Squat, das heißt, auf dem Stuhl sitzen, stehen wir praktisch auf in der Kniebeuge und nehmen dazu die Arme, diesmal ein bisschen mehr für die Schultermuskulatur, zur Seite, nach oben. Das heißt, ich mache es gerne einmal vor. Also ihr sitzt unten und Gewichte sind unten, ihr sitzt auf dem Stuhl. Und wenn es dann nach oben geht, gehen auch die Arme zur Seite hoch. Ja, also Box, Squat, vom Stuhl hoch, Arme zur Seite, dass wir den Schultergürtel noch ein bisschen seitlich dabei haben. Okay, auch hier wieder 90 Sekunden. In 10 Sekunden geht's los. Und in 4, 3, 2, 1, los geht's. Box, Squat und Seitheben. Auch hier gerne weitermachen. Wichtig, dass ihr gerade in der Rückwärtsbewegung mit Kontrolle arbeitet. Ja? Also ein Boxquad ist nicht aufstehen und sich in den Stuhl fallen lassen, sondern auch hier wieder mit Umspannung. Ja, es geht immer tief, Rücken gerade und wieder hoch. Ja, also schön auch hier immer auf die entsprechende Haltung achten. Hält es jetzt jeden Moment geschafft. Und 45 Sekunden noch. Und beim Seitheben gilt, auf Schulterhöhe, ja, also, schön, so weiter hoch. Genau, auf 25 Sekunden, beim Training ist es gleich so, ich werde auch hier wieder die ersten Wiederholungen mitmachen, die ersten Sekunden. Werde dann aber aufstehen und auch wieder ein bisschen was dazu sagen, worauf man achten sollte. Werde die Zeiten zwischendurch ansagen und dann passt es. Okay, die letzten 3, 2, 1 und okay, zweite Aufwärmsübung geschafft. So, dann einmal ein bisschen auslockern. Ja, jeder für sich ein bisschen ausschütteln. Nochmal einen kleinen Schluck trinken, wer möchte. Und dann, wie gesagt, acht Stationen, eine Minute Belastung pro Übung, pro Station, 30 Sekunden Pause dazwischen und dann insgesamt, ja, einen Durchgang, aber eben acht Stück Nachgang. Also erst die nächsten 12 Minuten dann relativ nahtlos ineinander übergehen. So, ich hoffe, alle, die mitmachen wollen, live sind bereit. Wir starten in 10 Sekunden mit dem Ausfallschritt, entweder erhöht oder eben auf der Matte. In 4, 3, 2, 1 und los geht's. Ja, erhöhte Ausfallschritte. Zielmuskulatur, ganz klar der Unterkörper. Gerade durch die Erhöhung haben wir ein Stück weit noch den Hüftbeuger ein bisschen, der praktisch gedehnt wird. Also gerade die Leute, die viel sitzen, schreibtisch, Homeoffice, Auto, Hüftbeuger auch ein bisschen verkürzt. Hälfte geschafft, 30 Sekunden sind rum, gerne Seite wechseln. Wir machen hier nur eine Runde. Und wie gesagt, als Alternative natürlich das Ganze auch ohne die Erhöhung, ohne den Stuhl, einfach im klassischen Ausfallschritt. Letzte 6, 5, 4, 3, 2, 1 und okay, 30 Sekunden Pause. Wir brauchen den Stuhl für die Butterfly Reverse, also die fliegende Bewegung nach hinten für den Rücken. In 15 Sekunden
Geht's weiter? Und in 6, 5, 4, 3, 2, 1, vorbeugt und fliegende, öffnende Bewegung mit den Schulterblättern, mit den Armen nach hinten. Also zwischen den Schulterblättern sollte man das spüren. Die Arme bleiben angewinkelt, also der Winkel in den Armen ändert sich nicht. Die Wirbelsäule bleibt möglichst gerade, möglichst neutral. Ja, also dementsprechend so sitzen, wie ihr noch, oder so weit vorbeugen, nur wie ihr eine gerade Wirbelsäule habt. Das war der Halsbeckung. Und dann, wie gesagt, die Zielmuskulatur zwischen den Schulterblättern. Von der Seite nochmal zeigen, also vorbeugt und nach hinten. 10 Sekunden noch. Und 3, 2, 1 und lösen. Okay, wir gehen auf Matte für die Liegestütz- bzw. Liegestütz-Variante. In 15 Sekunden geht es weiter. In 10 Sekunden, in 5, 4, 3, 2, 1 und Liegestütz. Gerne alternativ, wie gesagt, auf den Knien. Oder eben mit der Unterarmstütz-Variante, also Liegestütz, Unterarmstütz, kurz halten, Liegestützposition, eine Liegestütz, Unterarmstütz, kurz halten. Also das eine schöne Variante. Noch 15 Sekunden. Grundsätzlich auch hier bei der Liegestütz, ähnlich wie beim Unterarmstütz, Rumpfspannung, also der Bauch sollte fest sein. Der Rücken gerade, Wirbelsäule neutral. Und noch 3, 2, 1 und lösen. Ja, stehen auf. Übung Nummer 4. Ausdauer. Also Hampelmänner oder Squat Jumps oder Seilspringen. Irgendwas fürs Herzkreislaufsystem. 10 Sekunden geht's los. In 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's. Eine Minute. Also Hampelmänner, der Klassiker. Wie gesagt, Squat Jumps funktionieren auch super, noch ein bisschen anstrengender. Oder Frog Jumps von ganz unten. Feldsprung nach ganz oben, was auch geht, Seilspringen imaginär, also als hätte ich ein Seil in der Hand. Es geht natürlich auch mit Seil, wenn eure Deckenhöhe und das Drumherum was mitmacht, wenn ihr mit dem Seil nichts abräumt. 15 Sekunden noch. Noch 10. Und 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Pause, auslockern, durchatmen. Hälfte geschafft, 4 Übungen haben wir, 4 kommen noch. Okay, wir brauchen den Stuhl und die Gewichte, Facepulls, also Schulter- und Nackenmuskulatur. In 10 Sekunden. In 5, 4, 3, 2, 1, von vorne und dann an der Stirn, an den Ohren vorbei, nach hinten ziehen. Also Zielmuskulatur, hintere Schulter, Rotatorenmanschette der Schulter arbeitet damit.
Nackenmuskulatur arbeitet mit, oberer Rücken arbeitet auch ein bisschen mit. Wie gesagt, möglichst weit oben an der Stirn, auf Kopfhöhe ungefähr vorbei, an den Ohren vorbeiziehen. Merkt man aber relativ schnell, relativ gut wirklich, in der Ziehmuskulatur, so ein bisschen, ja, oberhalb der Schulterblätter, sollte man das merken. Noch 20 Sekunden. Hier zeige ich mal so ein bisschen von der Seite, von vorne und dann auf Schulterhöhe. Die Arme, die Oberarme und die Flaschen an der Stirn, an den Ohren vorbei. Nackenziehen. Und noch 3, 2, 1 und 30 Sekunden. Pause. Ja. So, nächste Übung, die Kniebeuge mit der Diagonalbewegung, Ellbogen zu Knie, also Squat mit Criss-Cross-Bewegung im Neudeutschen oder dann im Englischen genannt. Und los geht's in 5, 4, 3, 2, 1, Kniebeuge und dann Cross. Kniebeuge und Cross. Schön kontrolliert, also nicht zu schnell. Erst eine saubere Kniebeuge und dann entsprechend nach hinten. Ich zeige es auch hier noch ein bisschen von der Seite. Also wir gehen tief, Rücken gerade, Wirbelsäule neutral. Und in der Aufwärtsbewegung dann wirklich die Rotation Knie zu Schulter, also Knie zu Ellbogen, Ellbogen zu Knie. Und ansonsten Zettel. Ansonsten grundsätzlich wie immer Kniebeuge auf den ganzen Fuß, möglichst wenig Knievorschub, möglichst viel Po nach hinten unten, ja, also wir wollen nicht mit den Knien nach vorne, sondern wir wollen schön mit geradem Rücken, neutraler Wirbelsäule den Po nach unten schieben. 10 Sekunden noch. Und 5, 4, 3, 2, 1 und jawohl. 30 Sekunden Pause. Zwei Übungen noch, beide unten auf der Matte. Also wir gehen nach unten in den vierten Schlagstand. Sind noch 10 Sekunden, bis es weitergeht. Und in 5, 4, 3, 2, 1. Rechter Arm, linkes Bein und in der Mitte und hoch. Die Mitte zusammenführen. Und hoch. Und hoch. Ja, also schöne Übung für die Wirbelsäule, die Haltung, den Rücken. Wer jetzt heute nur die eine Runde mitmacht, darf in 10 Sekunden die Seite wechseln. In 4, 3, 2, 1 und Halbzeit. Gerne Seite wechseln, linker Arm, rechtes Bein und weitermachen. Also gerne so ein bisschen ganz ähnlich wie in der Bewegung mit der Kniebeuge und der Crossbewegung gerade. Führt ihr Ellbogen und Knie zusammen und geht dann gerade nach oben. Im Vierfüßlerstand unten auf der Matte. Noch 6, 5, 4, 3, 2, 1 und bleibt gerne liegen, dreht euch schon mal auf den Rücken. Letzte Übung für heute. Also Bauchübung. Stellt euch jetzt mal frei, ob ihr Becken geht mit gestreckten Beinen zu Becken machen wollt. Ob ihr in den Unterarmstütz geht eventuell. Ich mache jetzt jedenfalls die Crunch-Bewegung vor. Also Beine aufgestellt oder angehoben, Hände zum Kopf. Und in 3, 2, 1, los geht's. Bauchmuskulatur. Zum Abschluss, ja. Schön kontrolliert. Meine Empfehlung immer, dass die Hände neben dem Kopf sind und die Ellbogen außen bleiben. Dann neigt man auch nicht dazu, mit den Händen am Kopf zu ziehen und zu zerren, sondern wirklich aus dem Oberkörper, aus der Bauchmuskulatur raus, hoch und tief. Wie gesagt, es geht natürlich auch mit abgestellten Beinen. Dann ruhig die Fußspitze ein bisschen anziehen und hier auch hoch und tief. Hälfte geschafft. Genauso gut könnt ihr ein Bein vor, einen Arm zurück und dann diagonal oben in der Mitte zusammenführen. Ja, oder entsprechend
Beckenheben. Also Bauchmuskulatur. Sehr viele Möglichkeiten. Die letzten 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1 und geschafft. Zeit ist um. 8 Übungen. Ja, geschafft. Wie gesagt, natürlich kann man das den eigenen Fitnessstand anpassen. Also ich kann 1, 2, 3, 4 Runden daraus machen. Ich kann die Gewichte erschweren, die Zeiten verlängern, die Zeiten verkürzen, die Pausen länger oder kürzer machen. Also Möglichkeiten. Hoffentlich habe ich letzte Woche und heute genug angeboten. Ansonsten bei Rückfragen natürlich gerne melden. Ich übergebe jetzt wieder an die Petra. Ich schau mal in den Chat, ob sich da eventuell oder was getan hat oder ob die Petra heute noch im Laufen gehalten hat. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, ein bisschen für Inspiration gesorgt zu haben. Danke. Vielen Dank, Nick. Und zu deiner Frage im Chat, da alle mitgemacht haben, hat sich natürlich im Chat nichts getan. Ich hatte da nur das eine oder andere mit kommentiert. Puh, sah ganz schön anstrengend aus, aber ich hoffe, es geht allen, die mitgemacht haben, gut. Und ich finde es eine schöne Idee, wie ich mit auch fast ohne Hilfsmittel ein interessantes Zirkeltraining überall gestalten kann, wo ich wenig Raum brauche, sodass ich das sowohl in meinem Zuhause als auch im Garten oder wo auch immer durchführen kann. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Sendung. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die natürlich auch gerne jetzt noch an den Nick stellen. Oder im Nachgang auch eine Mail an uns schicken und dann beantworten wir gerne die Frage, die ihr dann noch zum Thema habt. Und wie üblich, die Sendungen gibt es auch alle im ReLive anzugucken. Das findet ihr alles unter www.bildungswerk.live. Wenn ihr da einfach nochmal auch die 8 Stationen euch angucken wollt, dann könnt ihr dieses Video dann auch in 2, 3 Tagen wird es online stehen, dann nochmal angucken. So, jetzt hat sich die Verbindung vom Nick verabschiedet. Ich lasse ihn gerade nochmal in den Raum, dann kann er nochmal seine Kamera aktivieren. Ja, wir sind aber jetzt schon wieder am Ende dieser Sendung. Morgen um 11 Uhr geht es wieder weiter mit unserem Reiseexperten Frank Hartmann, der euch mit auf eine geschichtliche Wanderung auf Mallorca mitnimmt. Es lohnt sich schon allein aufgrund der Bilder, die es dazu zu sehen gibt, seinen Ausführungen dazu lauschen. Ja, ich bedanke mich bei allen, die heute mitgemacht haben und bei dir, Nick, für die Vorstellung des Trainings. Und wir wünschen allen einen schönen Tag und würden uns freuen, wenn ihr immer mal wieder auch in unsere Live-Sendungen reinschaut. Tschüss und bis bald. Tschüss.